wir machen heute mal so einen kleinen Versuch. Ja, wir haben euch im letzten Review erzählt. Das war über den Moisel El Malem Minze. Haben wir euch erzählt, wir haben noch eine weitere Minzsorte, die wir zu testen haben. Wir sind jetzt gerade in der Anbauphase, haben das gerade den Tabak in den Kopf gemacht, Kohle wieder drauf, etc. Folgendes, wir packen diesen Tabak aus. So schaut der Spaß aus. Hier vorne steht drauf, Moisel Chaile El Balat. Ja, kann auch irgendwas anderes stehen. Mal so, dass ihr das vielleicht auch seht. Ich hoffe, man erkennt das. Auf der Seite steht Super International. Was auch immer das... Man sieht das ja echt scheiße. Ich glaube, wenn man zoomt, geht das besser. Auf jeden Fall... Mal gucken, ob das jetzt geht. Autofokus. Ey, klasse. Sofort machen wir das immer so. Autofokus. Mach den Autofokus. Ich gebe mein Bestes. So. Machen wir das doch so. So, der Spaß steht auf jeden Fall. So, jetzt packen wir diesen Tabak aus. Du redest schon wie Stefan Raab. Schon aufgefallen? Packen wir diesen Tabak aus und der sieht so aus. Er sieht so aus. Mega eklig. Nicht grün, nicht braun, nicht rot, er ist schwarz. Michi und ich gucken uns an und dachten als erstes, na klar, das wird der Tabak sein, wo man die Kohle direkt auf den Tabak legt. Schwarzer Tabak. Riechen tut er total eklig nach einer Mischung zwischen toter Aprikose, Pfeifentabak, also jetzt nicht für eine Wasserpfeife, sondern für richtige Pfeifentabak, aber der riecht ja noch lecker, sondern eher wie so ein abgestandener Pfeifentabak. Ganz komisch. Ja, Michi ist jetzt gerade seit Anfang des Videos in der Anrauchphase. Boah, so mega viel Rauch, man. Klappt das ist so extrem geil. Scheiße. Deswegen wird Michi jetzt mal gleich für uns ausprobieren, wie das Ganze schmeckt, wenn man die Kohle direkt auf den Tabak legt. Na Michi, wirst du doch, oder? Klasse. Das ist eine top Arbeitsteilung hier. Boah, dieser Kopf, ey. Ich brauche eine neue Dichtung. So. Wenn jemand Dichtung hat, bitte schicken. Dich. For you. So kann es nicht funktionieren. Wie soll das so funktionieren? Ach, der Mod fehlt. Scheiße. Ist der Mod. Klasse. Hot, top, like fire. Aber so wird das auch nicht funktionieren. Ich drehe mich bestimmt jetzt um, ey. Bestimmt klappe ich gleich zusammen. Wehe dir. Wehe, die Kohle fällt gleich rein, runter. Wohin soll ich den Pfeil? Liegt im Kopf. So. Nochmal ganz sieht kurz. Seht ihr diese Furcht in meinen Augen? So sieht der Spaß jetzt aus. Nachmachen. Nicht wir testen das jetzt mal schön für euch. Ah, die Kamera ist irgendwie schon geil, ne? Sieht echt gut aus. Ich hab Angst zu ziehen. Zieh, los! Ich bin in Position. Oh. Ja, die Kohle glüht. Und er raucht. Ah, sieht das. Mega in meiner Lunge, Mann. Sieht das genüsslich aus. So schmeckt Rauchen. Kann man aufhören. Zieh! Ich zieh gleich auch mal. Einmal. Das ist so, als würde ich gerade eine Zigarette auf meine Lunge ausdrücken. Okay. Der Tabak kriegt von uns, wir wissen ja noch nicht mal, welche Sorte das gewesen sein soll. Es war auf jeden Fall nicht Minze. Vielleicht mal Windschutz drauf. Ja, genau. Ja, vielleicht auch zumindest. Ja, okay. Mhm. Wir drehen noch ein bisschen weiter. Michi, gönn dir. Normalerweise sage ich den Leuten ja immer, raucht nicht Molasse pur, ihr bringt euch um, raucht nicht das so und so, ihr bringt euch nur um. Heute bringe ich mich mal was um wahrscheinlich. Eigentlich ist es total dumm wieder. Genauso wie die Aktion damals beim Shisha-Treffen mit den 18 Kohlestückchen. Ja. Hauptsache American Setup. Das kann auch Code sein. Das ist bestimmt Code. Da hat uns irgendjemand Kacke geschickt. Zumindest kommt der Tabak von jemandem aus shishafreunde.de. So schlimm ist es gar nicht. Nee. Ich glaube, du willst das einfach umbringen. Boah, du bist Alter. Bestimmt von der Konkurrenz. Okay, egal. Keine Kaufempfehlung. Keine Kaufempfehlung. Wir wissen noch nicht mal. Doch, Tunesien. Der kommt aus Tunesien. Diesmal, der kommt der auch. Diesmal. Der übrigens auch. Also der Münze kommt auch aus Tunesien. Ja, Tunesien liegt in Afrika, Entschuldigung. Okay. Letztens habe ich nämlich Tschechien gesagt. Lassen wir das. Deswegen war ich diesmal verunsichert. Ja, das war's soweit. Das ist echt eklig. Wir machen uns einen neuen Kopf. Also, bis zum nächsten Review. Was wollen wir da? Reingehauen. Wir geben keine Punkte, wir geben keine Kaufempfehlung. Wir sagen einfach. Guck
Gut. Nicht kaufen. Haut rein. Haut rein.